So, und damit willkommen zurück bei No Man's Sky. So, Achso, das war das. Gab's da nicht irgendwo Licht? Was war scannen? Ach, T war Licht, genau. Alles klar. So, wir sollen ja... zum Basiscomputer zurück. Okay, dann kehren wir mal zum Basiscomputer zurück. Alles klar. Zugriff auf ehemalige Benutzer. Zusätzliche Archive wiederhergestellt. Okay. Konstruktion größtenteils erfolgreich. Ja, das hatten wir eigentlich letzte Aufnahme schon gehabt. Zusätzliche unterirdische Geräte, die müssen wir ja dann finden. Wer auch immer diese Protokolle aufgezeichnet hat, hat offensichtlich gewissen Erfolg. Ich habe Zugriff auf seine Pläne und vielleicht kann ich aus seinen Anstrengungen lernen. Neuen Gebäudeteil erlernt. Konstruktionsstation. Die haben wir doch schon... das haben wir doch letztens alles schon gemacht, oder wie? Steht die jetzt nicht hier in der Ecke? Hatten wir doch letztens in die Ecke gebaut. Ah ja, alles klar. Ja gut. Vielleicht hätte ich speichern sollen, ich weiß es nicht. Na gut, egal. Dann, müssen wir den ganzen Firlefanz halt nochmal machen. Na gut, wir brauchten... dafür. Nee. Baupläne wollte ich. Baupläne wollte ich machen. Und dann brauchen wir dafür. Wo ist es denn? Strukturen, Technologie. Trag. Spezial. Nee. Landwirtschaft. Was haben wir denn hier? Ein Flora-Behälter. Okay. 15 mal Kohlenstoff. Kann man den bauen? Bauen nicht möglich. Behandle Renus-Basis bearbeiten. Basis hochladbar. Das verstehe ich nicht. Terminals. Behandle Renus-Basis bearbeiten. Okay. Gucken wir mal hier nochmal rein. Hier war die, glaube ich, irgendwo dabei. Signalbooster, tragbare Raffinerie. Hier. Magnetisches Ferrit und Kohlenstoff. Zwei Kohlenstoffrohre. So, die Rohre konnten wir, glaube ich. Die haben wir das letzte Mal schon hergestellt. Und noch eins. So, dann haben wir unsere zwei Rohre, die wir brauchen. Und, ich weiß jetzt nicht, das hatte ich glaube ich letztens schon geguckt, ob ich magnetisches Ferrit hier noch irgendwie drin habe, aber habe ich nichts. Nix da. Wir haben aber, glaube ich, da Ferritstaub. Naja, schauen wir mal. Können wir doch jetzt magnetisches Ferrit herstellen. So, wie sieht's hier aus? Einmal dies, einmal dies. Ach stimmt, wir müssen erstmal reines Ferrit herstellen und dann können wir daraus das Magnetische machen. Genau. Es reicht aber nur für 14. Wir brauchen, glaube ich, mehr. Das waren doch mehr, oder? 20.
Na gut, dann müssen wir noch ein bisschen. Hallo? Oder habe ich noch ein bisschen so reines Ferrit da? Ich weiß jetzt gerade gar nicht. Da. Kann man das nicht irgendwie Stapelgröße ändern? Ah, hier können wir. Hä, kann man das nicht einfach eingeben? Machen wir es mal so, denn müssen wir erstens nicht so lange warten und zweitens haben wir zwar ein paar hergestellt, aber wir müssen jetzt nicht alle umwandeln, das ist doch Quatsch. Das haben wir bei der letzten Aufnahme zwar gemacht, aber ja, braucht man ja nicht. So, ich glaube jetzt haben wir alles, um das Ding da in die Ecke zu zimmern. So, okay. Und jetzt stehen wir wieder da und brauchen hier diese zusätzlichen, ne? Genau. Zwei geborgene Daten. Braucht man. Metallplatten hätten wir genug. Ja gut, hier müssen wir dann noch ein Rohr herstellen. Okay. Gut. Dann will ich erstmal gucken. Es wird ja jetzt quasi gerade hell. Dann will ich erstmal schauen, dass ich. Wir können doch auch hiermit mal los. So. Wir können doch auch hiermit die Umgebung scannen. Erkunde den Planeten, finde vergrabene Technologie. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich. Verwende das Analysevisier F, um. Haben wir das? Das kann ich hier nicht nutzen. Um vergrabene Technologie zu finden. Okay. Gut. Wir machen mal folgendes, wir landen mal hier kurz. Einfach. So, und dann gucken wir mal. Dann machen wir das einfach mal folgendermaßen. Fleischige Wurzel. Ach ja, wir mussten ja das ja. Beschädigte Maschinerie. Uranansammlung. Was haben wir da? Uranansammlung. Gamma. Kupferansammlung. Beschädigte Maschinerie. Vergrabenes Technologiemodul. Markieren mit E. Okay, da müssen wir hin. Machen wir jetzt ganz easy hier. Hallo? Einmal einsteigen bitte. Meine Fresse. Ja. Alles klar. So, das heißt, wir brauchen so oder so Uran. Wo ist denn jetzt eigentlich meine Markierung? Hier drüben ist meine Markierung. Gut, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir hier vergrabene Technologie. Jetzt müssen wir die irgendwie da rausholen. Ich nehme mal an, dass ich die. Wie war das gleich? Mit G. War das mit G? Abbauen. Ja,
Naja, geht doch. So. Okay. Die haben wir gefunden. Neuer Gegenstand katalogisiert. Verborgene und so weiter. Jetzt müssen wir weitermachen. Bevorstehender Sturm. Beschädigte Maschine. Beschädigte Maschine. Findet man noch was? Nochmal. Wir holen mal da die Uranansammlung oder bewegen uns zumindest da schon mal hin. Weil wir brauchen eh immer Treibstoff hier für unseren Kollegen. So. Der Sturm zieht auf. Können wir mal uns in der Zeit dahin bewegen. Ganz entspannt. Nee, das ist jetzt mein... Achso, wir müssen über mein Haus drüber weg, alles klar. Die habe ich doch eigentlich schon weg. Naja, wir müssen mal den Sturm noch abwarten, sonst... Beziehungsweise können wir uns doch eigentlich relativ gut und relativ schnell wieder erholen. Aber Uran müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir brauchen diesen Treibstoff. So. Gucken wir nochmal schnell. Was haben wir da noch? Kupferansammlung, fleischige Hutze, vergrabenes Technologiemodul. Da machen wir als nächstes hin. Okay. Dann einmal einsteigen. Da genau drauf gelandet. Ist das gut? Oder? Täuscht das? Nein, es täuscht. So. Okay. Nochmal schon mal zwei. Strahlende Säule. Naja, das ist in Ordnung. Das ist wirklich in Ordnung. So, ich kann ja das hier nochmal ein bisschen mitnehmen hier, wenn wir immer hier sind. So, müssen wir nochmal gucken, was haben wir da noch? Vergrabene Technologie. Da haben wir noch eine vergrabene Technologie. Na komm. Scheiße, da oben. Im Berg drinne. Dann landen wir mal hier unten. So war das. Dann landen wir mal hier drüben. So. Müssen wir eben doch ein bisschen mal kurz zu Fuß gehen, dann hilft ja nichts. So, wo haben wir unseren?
Da oben. Hier ist aber auch echt. Meine Herren. Scheiße. So. Muss mal gucken, dass wir da irgendwie hochkommen. Hier ist ein Loch. Mal aufpassen, dass wir da nicht rinfallen. So. Okay. Erledigt. Wunderbar. Können wir jetzt wieder. Ah, ja, genau. Fliegen wir genau in das Loch rein, wo wir gerade noch gesagt haben. Da wäre es schön, wenn wir nicht reinfallen. Aber gut, wir sind ja. Ist ja alles nicht so dramatisch. Sehr gut ausgerüstet insofern. So, wo haben wir denn die nächste? Das ist kein. Das da ist, glaube ich. Das ist ein Wissensstein. Gucken wir uns mal den Wissensstein an. Das interessiert mich jetzt mal. Dann müssen wir nochmal. Lebenserhaltung versorgen. Und noch ein bisschen das Naht. Bräuchte eigentlich eher. Sauerstoff. Inventar voll. Na schön. Super. Dann müssen wir. Mal doch ein bisschen was ins Schiff packen, das hilft ja nichts. Irgendwie habe ich den Eindruck gehabt, dass ich in der letzten Aufnahme den ganzen Kofferraum hier voll hatte. Ist das weg? Hier war doch alles voller Ressourcen. Ist das weg, wenn man wiederkommt? Ich verstehe das gerade nicht. Das mal nicht. Das tun wir mal da rein. Natrium auch nicht. Rohes Steak. Fracht. Okay, gut. Gut, gut. Der ist ja ganz schön. Boah, krass. Okay. Dann müssen wir doch jetzt mal ein bisschen effektiv Uran sammeln, dass wir hier Treibstoff haben. Sonst haben wir nachher irgendwann vielleicht einen Mond. Da ist unser. Darüber will ich. So, das zeigt er mir so hier nicht an. Gucken wir mal ganz kurz, was der Wissensstein zu sagen hat. Boah, das war jetzt ein bisschen knapp, aber gut. Hat funktioniert. Ach, das, so ein Ding ist das, okay. Ich brauche erstmal wieder hier Zeugs. Okay, aber wir können doch erstmal zurück und die Konstruktionsgeschichte machen, aber ich will mal gucken. Wir brauchen Sauerstoff.
Muss ich doch mal ein bisschen mehr in der Nähe? Da drüben ist noch was. Dann holen wir uns das auch gleich nochmal. Sonst haben wir nachher wirklich ein Problem vielleicht. Das wäre nicht so gut. Wenn wir uns nicht darum kümmern. Wir sind mal wieder erschöpft. So. Ja, Natrium findet man relativ viel, ne? Aber Sauerstoff ist so ein bisschen... Da drüben ist nochmal Sauerstoff. Da ist unser Schiff. Süßwurzel. Kann man die essen? Kann man damit noch was machen mit Süßwurzel? Verzehren. Auch das hilft uns, okay. Damit ist... Also braucht man gar nicht mal... Sagen wir mal zwangsläufig Sauerstoff. Das hilft, aber das geht schneller quasi. Das ist gut, aber ja, wir brauchen es gar nicht so. Was haben wir denn hier? Was ist das denn? Komisches. Deuterium. Deuterium. Jetpack Sturmstoß. Stromstoß entdeckt. Okay. Was haben wir hier? Schönes. Kupfer. Naja. Da drüben haben wir noch sowas. Das müsste ja auch noch. Ne, das ist Natrium. Drüben ist noch Sauerstoff. Ja. Das ist halt der Nachteil, wenn man hier auf so einem eigentlich lebensfeindlichen Planeten rumeiert. Dann muss man sich eben auch immer um sich selber noch mit kümmern. So. Naja. Da haben wir erstmal wieder ein bisschen was. Was ist das hier drüben? Ist das Uran? Was da so leuchtet? Das könnte doch welches sein. Kupfer. Verborgene Technologie. Kupfer. Da oben ist nochmal Uran. Salz. Salz. Wozu brauchen wir denn Salz? Grabiere, Gammagras. Da ist nochmal eine Uranansammlung, die ist nicht allzu weit weg. Ist gleich hier oben vorne. Dann nehmen wir die doch mit. So, ja, ist immer in das Loch gefallen, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen. So. So, okay. Hier hängt irgendwie noch ein bisschen was rum. Ich will mal ein bisschen hier rüber, dass ich jetzt hier nochmal reinfalle. Muss ja nicht sein.
So. Okay. Ich weiß nicht so richtig, wo ist denn jetzt? Da oben steht mein Schiff. Dann hole ich das erstmal wieder. Oh, ich muss mich um mich kümmern. So. Das haben wir. Hallo. Ne, das haben wir. So. Okay. Dann holen wir mal jetzt das Schiff, fliegen mal zu unserer kleinen Basis zurück und bauen jetzt mal dieses Dingens da. Wir haben ja jetzt genug erstmal geborgen von diesen komischen vergrabenen Teilen da. Komm. So. Da war's. Da is it. Okay, gut. So. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Ding noch da in die Ecke gestellt. Kommst du hierher, steht es nicht mehr da. Aber jetzt ist es wieder respawned. Okay. Können wir jetzt. Was hat er? Nicht genügend Wiederherstellungsmodule. Was sind denn, verdammte Axt, Wiederherstellungsmodule? Wiederherstellungspunkt Speicher. Ist das jetzt ein Wiederherstellungsmodul? Was ist ein Wiederherstellungsmodul? Ich hab doch keine Ahnung, Freunde. Was soll denn das? Ach, die machen ihn fertig, ey. Nein. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einfach nur in den Kofferraum gucken. Will der mir jetzt wirklich ernsthaft erzählen, dass ich jetzt nicht genug Natrium einstecken habe dafür? Ja, das will er mir erzählen. So, das sollte jetzt eine Weile reichen, hoffe ich. Haben wir erstmal den Uran da eingefüllt. So. O2, Natrium. Man kriegt man nicht. Den hat man da auch. Ne, Kohlenstoff ist das. Kobalt, okay. Da oben ist. Moment. Dass ich jetzt bloß nichts durcheinander bringe. Was brauche ich jetzt wirklich? War das jetzt Kohlenstoff oder war das jetzt Natrium? Ey, das macht mich hier fertig, das Spiel. Ja, komm, quatsch nicht.